Hallo liebe Gartenfreunde, ich nutze das schöne Wetter heute nochmal aus, ich tue den Grill anschmeißen. Ich nehme euch heute mal mit zur Rübenaussaat und nebenbei grille ich ein bisschen. Viel Spaß beim Video, lasst ein Like und ein Abo da. Wetter ist schön, wir schmeißen jetzt erstmal den Grill an. Natürlich Zeitungspapier zusammenknülle, Spekler gehackt. Da habe ich jetzt erstmal das untere Holz abgedeckt und jetzt wird es auch gesteckt. Feuer ist auch gesteckt. Jetzt werden erstmal ein paar Buchenscheite draufgelegt. Wir wollen ja auch ordentlich Glut haben. Ist angesteckt, jetzt geht's weiter. Was ich dazu sagen muss, ich habe jetzt fast 3 Jahre im Garten. Ich hatte noch nie Glück mit Karotte, Gäleräube oder Möhren. Hoffentlich wird es das Jahr mal was. So, jetzt hacke ich erstmal die Erde weg klar, dass die Erdklumpen alle klar werden. Das mache ich immer, wenn ich mit der Motorhacke durchgegangen bin. Ihr seht, wie staubtrocken das ist. Es müsste mal wieder rahnen, aber es soll ja jetzt Schnee geben am Sonntag. Und ja, aber es möchte naut. Ich habe 3000 Liter Wasser gespeichert. Da kann der Regen kommen. Jetzt habe ich mir erstmal den Fußweg gedoppelt, damit ich die Erdbeeren dann gießen kann. Jetzt wird nochmal grob durchgehackt. Eigentlich schon schön spannend, wie der die Knödelchen da klar hackt. Was wird denn eigentlich wohl das Feuer machen? I kill no hey cookies, ist das Feuer brennt noch. Jetzt habe ich erstmal mein feiner Rechen genommen und habe die grobe Brocke runtergerecht und habe jetzt die Vorbereitung für Saatbett getroffen. So, Schnur gespannt, Bohnenstange genommen und erstmal die Saatrille im Boden eingedrückt. Sorry, wenn das manchmal so gestückelt beim Schwätzen rüberkommt, aber ich gucke mir hier den Film an und schwätze dabei gleichzeitig. Und manchmal brauche ich ein bisschen länger, um zu überlegen, was ich überhaupt sagen soll. Also, bitte nicht böse sein, gell? Saatrille schön zu sehen ist und dass dann da auch die Samen drin liegen können. No, hey, guck, das Feuer brennt immer noch fröhlich vor sich hin. Ja, genau, stochere ein bisschen weg drin oben. Brennt es vielleicht ein bisschen schneller ab. Genau, schlag's richtig, Haus kaputt. Bum, bum. Ah je. Manchmal weiß ich nicht, was ich da tue.
ob ich einen Takt schlagen will. Ich bin der Taktschläger von der Wetterau. So, der Marsch ist geblasen. Zurück zum Garten. Und zu der Karotte. Hier seht ihr jetzt die Pillensaat von meiner Karotte. Die habe ich dieses Jahr das erste Mal benutzt, weil sie mir viel lieber waren. Das normale Saatgut von Karotte ist einfach zu fein. Da ich meine drei kleine Gatterhainis dabei hatte, habe ich dem großen Gatterhaini jetzt erstmal erklärt, in welchem Abstand die gelbe Räube gesät werden. Und für euch alle paar Zentimeter macht er einen Samen hin und das fortlaufend. Ja, so soll das aussehen. Also ich habe da jetzt auch gar nicht so drauf geachtet, dass das alle 3 cm sind, weil die gehen eh nicht all auf. Ich habe meistens Nachsaat noch im Herbst gemacht und da sind ein paar aufgegangen, aber die sind ja nie riesig geworden. Von daher, ein paar Meerkörnchen können nicht schaden. So, wie ihr seht, 3 Reihen habe ich ausgesät. Mal schauen, was aufgeht. Ich bin echt mal gespannt. So, die Kern und die Fra beschweren sich, dass sie Hunger haben. Mal gucken, was Feuer ich möchte. Es brennt und lodert. Jetzt können wir gleich die Würstchen drauflegen. Ja, wieder zurück im Beet. Jetzt nimmt er der Reche und macht die Saatrillen schön zu. Ich sehe hier vorne, wo ich angefangen habe, da hätte ich noch mal ein bisschen das Gröbere wegmachen können, aber naja, ist halt so. Ich, Hanje, hätte ja mal die Schnur wegmachen können vorher. Ich habe von meinem IBC-Tank einen Gardena-Schlauch erstmal dahingelegt und jetzt wird erstmal angegossen. Ich dachte, da habe ich weniger Gießkanne zu schleppen, hat eigentlich einwandfrei funktioniert. So, jetzt aber schnell die Grillwürstchen erstmal auf den Grill. War ein wenig freu mit der Aussaat, kannst du zwar jetzt machen, aber ich decke es jetzt nochmal mit dem Vlies ab. Ich arbeite das Jahr das erste Mal mit dem Vlies und ich sehe, der hat ja also nicht die Schnur weggetan. Kelle, 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 kelle. Wenn der Wind erst einmal 10-mal das Vlies weggeweht hat, kannst du es dann auch immer beschweren. Jetzt wird es erstmal schön ausgebreitet auf die 3 Saatrillen. Hat den Effekt, es bleibt wärmer darunter und die Pflänzchen frieren nicht kaputt. Und man hat frühere Ernteerträge. Und so sieht das fertige Endergebnis aus. Und so soll es auch sein. Das Ergebnis beim Grillen sieht man auch. Das ist soweit auch fertig, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ach, wie schön das brutzelt und dampft.
Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf die Zeit wieder gefreut habe. Ja, liebe Gartenfreunde, das war die Aussaat von den Möhren. Karotte, gelbe Räube, wie man es auch nennen will. Das Wetter soll ab morgen schlechter werden. Wir haben heute Samstag und was soll ich sagen? Mein Aggregat, was ich eigentlich gedacht habe, kaputt ist, habe ich wieder zum Laufen gebracht. Mal eine andere Zündkerze reingemacht und es läuft wieder. Ist ganz schön, nur leider jetzt ein bisschen spät. Aber das macht ja nichts. Es werden noch mehr schöne Tage vorhanden sein, dass ich die Hecke schneiden kann. Und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Gehabt euch wohl und kommt gut durch die Corona-Krise. Macht's gut, euer Andi.